So, herzlich willkommen zu meinem kleinen Video aus Sevilla. Ich mache hier mein Auslandspraktikum und ich bin hier 4 Wochen. Und in Deutschland mache ich eben die Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton. Und hier bin ich in einem Betrieb, der sozusagen das Gleiche macht. Und das Ganze läuft dann eben so ab, dass man sich bei Go4Europe bewirbt. Und da muss man eben ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss man in Baden-Württemberg wohnen, man muss eine technische Ausbildung machen. Und dann schickt man eben die Bewerbung an Go4Europe. Die leiten die weiter an Incoma. Und Incoma hier in Sevilla sucht dann eben eine Firma für einen, wo man dann arbeiten kann. Ja, und ich bin jetzt eben hier 4 Wochen in Sevilla und das Ganze ist von Erasmus finanziert und kostet 1.700 €, aber davon muss man eben nur 300 € selber zahlen. Einen Wohnort muss man auch nicht suchen, es wird auch für einen gemacht und ich wohne jetzt hier bei einer Gastfamilie oder besser gesagt Gastromi, die dann für einen kocht und sich um alles kümmert, das heißt man muss da auch nicht viel machen. Und ich wohne eben mit 3 anderen zusammen, eben aus der Gruppe von Go4Europe und wir sind eben zusammen hierher geflogen und wohnen jetzt hier in Sevilla Ost. Das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen außerhalb, also man braucht 1 Stunde mit dem Bus in die Stadt, im Auto sind es so 20 Minuten. Und ich arbeite jetzt hier in einem Flamenco-Show-Business und mache da eben sozusagen Social Media für die, das ist ganz witzig. Eigentlich haben die gedacht, dass ich es erst mit dem Handy mache, aber ich habe meine Kamera und alles dabei und mache das jetzt eben mit meiner Kamera und dafür mich eben die Flamenco-Shows und mache ein bisschen Werbung für die und kümmere mich so ein bisschen um das Marketing von der Firma. Und die lassen mir da auch viel Freiraum, was ganz cool ist. Das heißt, ich kann mich da ziemlich austoben und ich finde es eigentlich perfekt. Ja, und Sevilla ist eine echt schöne Stadt. Hier gibt es mega viel zu sehen, mega viel zu entdecken. Auch rund um Sevilla gibt es viel zu sehen. Eben, man kann ans Meer fahren nach Cadiz. Jetzt dieses Wochenende mieten wir uns ein Auto und fahren nach Portugal, nach Faro und an den Strand. Geil. Wo wir sind in Portugal. Ja. Erasmus hat auch ein ziemlich cooles Programm, also die organisieren ziemlich viel. Es gibt eben viel Partys und Ausflüge an den Strand. Und die gibt es eben ein paar Instagram-Seiten, die man folgen kann, um das alles mitzubekommen. Und es sind eben 4 Erasmus-Studenten hier in Sevilla und das heißt, man lernt viele Leute kennen. Und darum geht hier ziemlich viel in Sevilla.